So, da geht's direkt weiter. Reveal. Aber ich will gucken, was es hier noch gibt. Ah ne, warte mal, wir waren hier schon mal. Was hilfreich ist in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht? Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Kann ich da jetzt nicht durch? Bis bald. Hauptaufträge 1 von 14. Na super. Okay. Wie, das war's? Das war langweilig. Ich dachte, wir gehen da noch irgendwo... Na ja, komm. Pflanze und ernte Flussgras. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Bin ich jetzt mit den Hauptaufgaben durch? Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Ach, die Nettie. So. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So schön. Blaugrünes gestreiftes Gewand. So, ist doch schön. Da gucken wir nochmal gleich, ob man noch irgendwas an der Ausrüstung machen kann. Was haben wir denn hier? Nix. So, wo haben wir denn noch Talente? Ein Talentpunkt. Stupor. Protego-Experte. Protego-Beherrschung. Ach, warum nicht? Was wir haben, haben wir. Oh ja, das mache ich. Den Astronomieunterricht besuchen. Das mache ich doch gerne. Ich dachte, wir könnten jetzt die Krypta durchsuchen und nicht sowas. Aber was, wenn ich sage, dass es um einen Aufsatz für Geschichte der Zauberei geht? Dann sagt sie, nein. Ganz einfach. Nur, dass sie dabei viel furchterregender klingt. Wie ein Knese. Oder ein verletztes Testral. Oder vielleicht ein Mann vor der Pension. Okay. Testral. Ich dachte, sie sagt jetzt irgendwas mit Testikel oder so. Wer schreit denn hier rum?
Ach, dieser Freak. Was haben wir denn da? Das war doch bestimmt diese Halunke. Achso, das ist der Raum der Wünsche. Nee, ich muss weiter nach oben. Gut, wollen wir mal gucken. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Die kann nicht sprechen. Man wollte keine Sprecher bezahlen. Er hat nur blöd gegrinst. Meine Damen, Professor Schaar, Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Kalt, hä? Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Dankeschön. Lieb von dir. Hier. Ich kann das für dich einstellen. Nein, nein. Stellen Sie es scharf. Selbstständig. Okay. So. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie die sich hatten vielleicht einen warmen Mantel an. An, die sie im ganzen Hochland aufstellten, wo sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Nö, keine Ahnung. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Solange es macht. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Genau. Das sah komisch aus. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lange aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Du meinst ja wohl nicht etwas Sirius Black? Das ist ein Sirius altes Black Teleskop? Sieht brandneu aus. Confredo! Handbuchseite in Hogwarts. Okay. Oh, die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Die perfekte Nacht für... Oh. Ich habe das Teleskop.
Es ist schöner, als ich dachte. Eigentlich interessant, dass man solche Schulfächer gar nicht mehr hat. Ein drittklassiges Ludaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das ist ein Deal? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los! Klasse! Ich meine, du wirst es nicht bereuen. Sei natürlich mies, ne? Wir können da nicht wirklich absagen, weil er uns ein Teleskop geschenkt hat. Naja, wohl, er hat es gesagt, geliehen, also, ja. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Von Zentauren? Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Wir sind ja die ganze Zeit nur unterwegs. Also ich würde so eher sagen... So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Uns würde es... Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Du hast genauso... Wenn du willst. Erstens hast du genauso in die Hosen voll. Zweitens wolltest du uns dabei haben, weil du selbst alleine Schiss hast. Und drittens zu dem lieben Halodri-Typen. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Komm, spring! Ich würde eher sagen, unserem Charakter würde es mal gut tun, mal im Unterrichtsraum zu bleiben. Mehr Spinnweben? Spinnenlauern. Ach Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Wie sollen die Spinnweben denn dort her? Das ist ein Arschnetz. Er hat einfach einen Kuss von Spider-Man bekommen und... Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Soll eine Violine sein? So ein Gartenzauber, wo man reingrapscht. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Das ist schön. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Noch mehr also zu entdecken. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Cool. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Kuh. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Koboldigak kann ich auch sprechen. Kuku muluku. Mulukuk. Kuku. Ich habe keine Ahnung. So, finde die Astronomie-Altäre. Muss ich die jetzt finden? Was für einen Auftrag haben wir hier? Oh,
Oh nein. So weit war ich noch nicht. Warte mal, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich war mindestens mal in diesem großen... Ja, da hätte ich die Karte vielleicht öffnen sollen. So, Schnatti, Natti. Wollen wir mal, ha? Noxmeet darf ich ja sowieso nicht, wie heißt, darf ich ja sowieso nicht landen. Aber warte mal. Ich kann doch theoretisch vorbeifliegen. Das sieht interessant aus. So. Stimmt, man kann ja später auch reiten. Oh, das wäre cool. Brumm, brumm, brumm. Ja. Warte mal, hier ist noch irgendwo eine Karte. Hallo, Miezekatze. Hier gibt es auch wieder irgendwo eine Kackkarte. Warum ist hier eigentlich niemand? Es... Was zum Geier wollen die mich verarschen? Es wird halt auch nirgends was angezeigt. Aber warum ist hier... Warum zeigt die Karte mir hier was an? Da. Squib-Cottage. Diese idyllische Cottage gehört einem älteren Squib, der es vorgezogen hat, in der Welt der Zauberei zu leben, anstatt sich bei den Muggeln zu integrieren. Wie es einige Squibs tun. Er begnügt sich damit, sein Land ganz ohne Magie zu bewirtschaften und die umliegenden Dörfer mit frischen Obst und Gemüse zu versorgen, auch wenn er bei dem einen oder anderen Kürbis gelegentlich einen Schwellzauber durchführen lässt. Ah, okay, also hier gibt es auch normale Menschen, die hier in Hogwarts wohnen. Und für die Zauber ordentlich, ja, merkt man halt nicht, ne? Ja, die Nette ist ja fast hier. Da brauchen wir den Besen jetzt auch nicht mehr zu rufen. Machen wir uns auf zu Netti. Und dann machen wir eine Pause. Schickt für heute, für mich. Oder vorerst mal gucken.
wer hier wohl gelebt hat. Confringo! Grazie! Gefindo! Confringo! Der müsste doch bald wieder auftauchen. Oh, geometrischer Hausumhang, der sieht cool aus. Oh mein Gott. Weil ich... Kacklappen. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Also an sich ja kein Problem, ja. Reveli. Aber. Alohomora. Naja. Halten wir das mal fest. So, raus mit dir, Häschen. Alles nur, weil ich den anvisiert habe und den nicht zahle. Ja. Ah, ist aber eine schöne Katze. Wie so ein kleiner Mini-Leopard. So. Aber das mit der Nettie machen wir dann beim nächsten Mal. Gibt's hier noch so eine Flom? Dangerous Mystery of... Achso, okay. Gefahr, Gefahr. Ich dachte, da hängt jemand. Das ist eine Fahne. Gut. Ich würde aber sagen, dass wir hier mal speichern. Also gut. Dann viel Spaß, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.